Hallo, mein Name ist Kip Supernova. Willkommen zu dem allerersten Video auf meinem Kanal zum Thema Astrophysik. Wir wollen heute über den Stern Betelgeuse sprechen, auch Alpha Orionis genannt, im Sternbild Orion. Der Schulterstern von Orion wird er auch genannt. Betelgeuse ist 642,5 Lichtjahre von der Erde entfernt, hat eine Oberflächentemperatur von 3500 Kelvin und hat die Masse 2,188 mal 10 hoch 31 Kilo. Betelgeuse gilt als Supernova-Kandidat. Und nach Meinungen von vielen Astronomen wird Betelgeuse als Supernova enden in etwa der nächsten 1000, aber bis 100.000 Jahre. Nun ist es so, dass neuere Messungen ergeben haben, Messungen der Kalifornischen Universität im Jahr 2009 haben ergeben, dass der Stern, also dass der Durchmesser des Sterns seit 1993 um 15% geschrumpft ist, während die Leuchtintensität unverändert blieb. Jetzt ist die Nachricht gekommen, gerade frisch zu Neujahr 2020, dass Betelgeuse höchstwahrscheinlich bald zur Supernova wird oder in einer Supernova enden wird. Aller Voraussicht nach dieses Jahr, aber auf keinen Fall in 1000 oder 100.000 Jahren. Was bedeutet das jetzt? Eine Supernova ist die größte Explosion, die die Natur hervorrufen kann. Sie kann nur noch vom Urknall selbst übertroffen werden. Eine Supernova entsteht, wenn ein Stern stirbt und am Ende seiner Lebenszeit, ein massereicher Stern wohl bemerkt, am Ende seiner Lebenszeit praktisch seine Leuchtkraft innerhalb von sehr kurzer Zeit Millionen bis Milliardenfach zunimmt und mit seiner Leuchtkraft die gesamte Galaxie überstrahlen kann. Dabei wird innerhalb von Sekunden ein sogenanntes Fouet, das ist an Energie freigesetzt, das entspricht im Wert von ungefähr 3 mal 1028 Terawattstunden. Zum Vergleich hätte die Sonne während ihrer gesamten Lebensdauer ihre jetzt derzeitige Leuchtkraft, würde sie auf 3,827 mal 1026 Watt. Das entspricht etwa 1,2 Fouet an Energie freisetzen. Hier sprechen wir aber von innerhalb von Sekunden. Zur Supernova können nur Sterne werden, die sehr massereich sind, also unsere Sonne zum Beispiel, die als gelber Zwerg kategorisiert wird, kann nicht zur Supernova werden, weil sie einfach zu klein ist. Aber ein Stern, der um die 20 Sonnenmassen beträgt, sehr wohl. Das wäre Betelgeuse. Jetzt, was bedeutet das? Was ist, wenn jetzt Betelgeuse zur Supernova wird? Was für Auswirkungen hätte das oder hätte es überhaupt Auswirkungen auf uns? Nun, eine Supernova wäre auf jeden Fall auf der Erde sichtbar, unübersichtbar, also unübersehbar. Es wäre ein sehr heller Punkt am Himmel, der etwa dem Vollmond, also von der Größe und von der Lichtintensität eines Vollmondes entspricht. Bei einer Supernova-Explosion entsteht auch ein sogenannter Gammastrahlenblitz. Gammastrahlenblitze können von nichts aufgehalten werden. Alles, was sie treffen, wird sofort vernichtet. Bei einem direkten Volltreffer auf die Erde würde die Atmosphäre an dem Punkt vernichtet werden. Die Strahlung wäre extrem hoch und die Biosphäre würde in Mitleidenschaft gezogen werden. Man geht davon aus, dass es schon in der Vergangenheit es zu Massensterben oder Massenaussterben auf der Erde kam durch Gammastrahlenblitze, nicht durch Asteroideneinschläge, wie zum Beispiel am Ende der Dinosaurier-Ära, sondern auch Gammastrahlenblitze. Jetzt, was bedeutet es, wenn
Betelgeuse zur Supernova wird. Als erstes, ein Gammastrahlenblitz bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit durchs All. Betelgeuse ist 642 Lichtjahre entfernt. Das heißt, uns würde der Gammastrahlenblitz erst in 642 Jahren erreichen, überhaupt. Da die Rotationsachse des Sterns aber nicht Richtung Erde zeigt, wäre der Gammablitz also nicht so stark, dass die Biosphäre in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Wohlbemerkt bei einem direkten Volltreffer auf die Erde. Der Überrest der Supernova wird aufgrund der Masse von 20 Sonnenmassen voraussichtlich in einem Neutronenstern enden. Manche Supernovae werden auch zu schwarzen Löchern. Und ja, also man darf gespannt sein. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Was vielleicht noch interessant ist bei einer Supernova, lateinisch Stella Nova, neuer Stern. Vor allem, also Nova bedeutet neu oder Neuanfang, ist die Theorie, dass unser Sonnensystem aus einer Supernova entstanden ist. Also das wahrscheinlich vor Milliarden von Jahren, bevor unsere Sonne und unser Sonnensystem entstanden ist, bereits ein riesiger Stern da war, der dann zur Nova wurde. Und in der Supernova dann die Elemente praktisch zusammengekocht wurden, die, aus denen wir praktisch heute bestehen. Und das finde ich sehr interessant. Ich werde das weiter beobachten, was mit Betelgeuse so los ist. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt jetzt keine Angst, dass etwas passieren könnte, oder mit der Erde was passieren könnte. Auf jeden Fall, ja, schaut weiter in den Nachthimmel und bleibt neugierig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.